Guten Abend, liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich hier aus dem Kulturkult. Mein Name ist Marc, neben mir steht Nico. Und die dritte Person, die heute mithilft, kommt noch gerade dazu. Er kommt ein bisschen langsamer, er geht an Krücken. Der Stefan, unser Barkeeper, er wird heute den Chat machen. Ich erkläre euch wirklich schnell, wie es funktioniert. Ja, ich sage einfach eure Meinungen, ich werde antworten und mitteilen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr Fragen stellen. Genau, ihr merkt, Stefano hat Italienisch und Deutsch, primär Italienisch. Darum wäre ich froh, wenn er nur auf Hochdeutsch schreibt. Er versteht es zwar, er wird aber auch Hochdeutsch zurückschreiben und er wird Meinungen nachher dann immer zu uns weitergeben. Es wäre schön, wenn ihr ein bisschen mitmachen würdet. Stefano geht jetzt zurück in den Chat und er ist ab sofort bereit, eure Inputs entgegenzunehmen. Falls etwas nicht funktionieren technisch, würde mich besser gut melden. Wir haben das auch noch nicht so oft gemacht. Darum, es kann immer mal technische Probleme geben, dann sind wir froh, wenn wir es von euch erfahren. Ich bin heute ein bisschen für das Organisatorische zuständig und für das Technische, darum bin ich schon, dass es nicht funktioniert. Zu den Gins weiss Nico deutlich mehr. Er wird für den heutigen Abend führen, er hat Gin vorbereitet, er hat die ganzen Tonics ausgewählt und er wird euch ein bisschen etwas erzählen zu diesen Gins. Habe ich irgendetwas vergessen? Nico? Nein, bis jetzt nicht. Nein, danke vielmals für die Einführung hier. Ich freue mich, mit euch hier den Gin-These machen. Auch wir haben uns hier ein bisschen vorbereitet mit Schweizer Gin. Wir werden eine kleine Tour de Suisse machen. Ich glaube, in dieser Corona-Zeit oder auch nach dieser Corona-Zeit ist es sicher sinnvoll, wenn wir die Schweizer Gin-Produzenten unterstützen und ein bisschen pushen und zeigen, ein bisschen bekannt machen. Wir haben sehr unbekannte neue Produkte heute dabei, wie auch ein bisschen ältere Geschichten oder die Dinge, die schon ein wenig vermehrt sind. Aber wir gerne würden zeigen. Genau. Vielleicht noch für die Leute, die jetzt noch nie mitgemacht haben bei einem Gin-Tasting bei uns. Wir verkosten Gins primär pur. Ihr habt Tonics dazu, aber gebt den Gins besser gute Chance, dass wir sie mal gut trinken. Wir werden zu jedem Tonic, oder Nico wird zu jedem Gin eine Tonic-Empfehlung abgeben. Aber probiert sie zuerst nur die mal pur. Die letzten zwei, hast du gesagt, hättest du am liebsten, wenn man sie nur pur trinkt. Ja. Ist am Schluss euch überlassen, wir merken es ja nicht. Das ist für uns auch ungewohnt, wir schauen nämlich hier in die Kamera rein und sehen unser Gesicht selber. Was sehr, sehr komisch ist, wir sehen eure Meinungen nicht, aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr es Stefano würdet weitergeben. Jetzt würde ich sagen, haben wir genug geredet, gehen wir doch gleich. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen, sorry, das habe ich noch vergessen, mit der Gin. Wir haben im Verlauf ein Päckchen machen gefunden, wir müssen die Reihenfolge ein bisschen anpassen. Jetzt gibt es, glaube ich, Leute, die das Nummer 3, wo geil ist. Ich bitte all die, die bei uns Nummer 3, wir werden dann bevor wir zum Nummer 3 kommen, das Nabel sagen, aber all die, die Nummer 3 geil ist, könnt euch das bitte tauschen mit dem Nummer 4, die durchsichtig ist, respektive transparent oder klar. Dann sind wir nämlich in der richtigen Reihenfolge, das heisst, der geil wäre das Nummer 4 und die anderen zwei brünlichen bleiben die richtigen. Dann haben wir alles korrekt, dann können wir nachher starten. Wir werden es nochmal erwähnen, falls jetzt jemand noch nicht zuhört. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ihr seht uns jetzt nur noch ein bisschen und ihr seht jetzt unsere Präsentation. Was wir machen, ist eine Tour de Suisse. Wir haben 6 verschiedene Gins aus 5 verschiedenen Regionen. Die Westschweiz haben wir nicht abgedeckt, aber sonst sind auch alle Regionen vertreten. Wir haben jetzt Tessin, wir haben jetzt Graubünden, wir haben die Ostschweiz, wir haben Bern dabei. Darum freue ich mich auf die Reise mit neuen und ganz neuen Gins, für mich zumindest. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem allerersten Gin. Sehr gut. Stefano, du sagst, wer irgendwelche Inputs sind. Bei Stefano und ich, manchmal schlacht er einfach ein bisschen. Je nachdem, was dir da schreibt. So. Bis jetzt ist alles. Ist alles noch gut? Ja. Ich bin froh. Technisch ist alles okay. Ist alles okay. Gut. Sehr gut. Also, dann gehen wir zum ersten Gin vom Tag. Ich tue mal vorausschicken, welches Tonic das wir dazu empfehlen. Falls die, die schon mit Tonic probieren, nach dem Pool probieren oder nicht zu langsam sind, ist Fentimans unsere Empfehlung. Es ist eher ein gar nicht süßes Tonic, eher ein Herbsttonic, aber nicht so bitter wie die normale Indian Tonic. Ich finde es sehr gut, sehr erfrischend und unserer Meinung nach passend zum ersten Gin. Dann würde ich sagen, Gesundheit auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch der erste ist, bei uns ist es der erste. Ja. Gin. Das ist für mich als nicht so Gin-Kenner, ist das ein absolut klassischer Gin, den ich dann zuerst mal probiert habe im Vorfeld vom Tasting. Sehr starke Wacholdernote, also korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ja, das ist so. Nein, das ist ein Gin, der Wacholder sehr im Vordergrund ist. Es ist ein
geradliniger Gin, ist ein Light Gin, ein geradliniger Gin. Gebt dem Goldman, für die meisten von uns wird es wahrscheinlich der erste starke Alkohol sein vom heutigen Tag. Gebt dem Goldman ein bisschen Zeit. Die schocken jetzt hier mit etwa 40 Volumenprozent oder sogar ein bisschen mehr. Es braucht jetzt ein bisschen, eine gewisse Schärfe, der hat sicher auch Pfeffer jetzt oder gespürt, ein bisschen alkoholische Schärfe. Der Goldman wird sich daran gewöhnen, darum würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht nicht ganz alles trinkt, sondern dass ihr vielleicht noch zwei, drei nochmal zurückspringt und an diesem Gin noch einmal ein bisschen eine Chance gebt, wenn sich der Goldman an Alkohol gewöhnt hat. Es ist sicher ein Gin mit sehr viel Volumenprozent, das merkt man auch, darum auch richtig gesagt, das Scharfe. Es ist ein eine gewisse pfeffrige Schärfe, hat er auch drin, aber es ist schon auch eine sehr alkoholische Schärfe. Er hat nämlich 48 Volumenprozent, relativ viel für den Gin. Aber ich finde, nichtsdestotrotz ist er sehr viel, er ist ausgewogen. Ich finde es sehr spannender Gin, muss ich sagen. Ich finde ihn sehr, sehr angenehm jetzt so zum Trinken, nachdem dass man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Ich schaue vielleicht jetzt mal, dass ihr mal ein wisst, von wo das der ungefähr könnte sein. Nämlich mal zwei Bilder vorbereitet. Der eine oder andere wird wahrscheinlich etwas sagen, rein von der Region her. Und die geografisch vielleicht nicht ganz so bewandert sind. Wir befinden uns hier im Bündnerland, oder genau gesagt im Prättigau. Das ist zwischen die Distillerie steht zwischen Langquart und Davos. Also wenn man von Langquart auf Davos fährt, fährt man an diesem Dorf vorbei. Und zwar ist das in Schiers, ist die Distillerie daheim. Und sicher eine Distillerie mit sehr viel Tradition, sehr viel Geschichte. Wahrscheinlich kennen wir auch den Röteli, den Bündner Röteli. Kommt aus dieser Distillerie und ist sicher das bekannteste Produkt. Oder das mit der meisten Geschichte von dieser Distillerie. Vielleicht zur Geschichte noch, die Destillerie gibt es seit 1860, habe ich gelesen. Mittlerweile 160 Jahre alt. Der Gin ist ein bisschen jünger, aber doch auch schon relativ lang auf dem Markt. Das ist ein Salzrezept. Und mittlerweile gehört die ganze Destillerie an einen russischen Konzern. Genau. Der frisch, glaube ich, über ein Jahr ist übernommen worden. Dass ihr jetzt auch mal wisst, was das für ein Gin ist, dann seht ihr ja schon das Tonic in der Hand. Ich probiere das mit dem Fentimans Gin, hast du gesagt, Hermann. Genau. Was ihr hier trinkt, ist der Gin 1948. Und 1948 steht für das Datum oder für das Jahr, wo der, ist der Grossvater vom Grossvater, ja. Grossvater vom heutigen Inhaber von dieser Distillerie das Rezept erfunden hat und nachher dann weitergegeben hat. Genau, also wir haben gesehen, wir hatten das Rezept schon relativ lang gehabt. Wahrscheinlich noch nicht so ein Gin drin gewesen wie heute. Das ist auch nicht so bekannt. Schau mal das Telefon, Entschuldigung. Es ist sicher ein sehr geradliniger Gin, ich finde es sehr sauberer Gin. Er hat auch einige Preise gewonnen, unter anderem im 17. hat er sämtliche Preise abgerundet, also in der Schweiz als beste Gin, wie auch international. Also sehr eine erfolgreiche Geschichte. Ich habe ihn aber wirklich nicht gekannt. Also wie es dir geht, ich habe ihn vorher nicht gekannt. Ich habe ihn leider schon zwei, drei Mal gesehen. Ich habe immer gedacht, Gin ist sicher besser in Sachen Röteli oder Brandwein, aber so kann man sich täuschen. Du hast ja noch eine gute Vergangenheit. Genau. Ja. Ist du mit Röteli aufgewachsen? Vielleicht ein bisschen weniger. Was mir gefällt an dieser Flasche, ist das Design. Ich finde, es ist herrlich, unspektakulär, wenn man es mit anderen Flaschen vergleicht, die näher kommen. Darum steckt etwas sehr Tolles drin. Man hat mit der Flasche nicht übertrieben, aber es ist jetzt auch mit dem Tonic, finde ich, sehr, sehr, sehr etwas angenehmes zu trinken. Was auch lustig ist mit dem Fentimans Tonic, ihr seht es vielleicht nicht so gut im Glas, vielleicht bei euch selber besser. Es hat einen kleinen Milchschimmel, es gibt einen kleinen Milchschimmel, es kennt vielleicht von Pastis. Oder vom Uso, mit den Ähnlichsgeschichten. Das passiert da auch. Was für einen Grund, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es ist sicher ein lustiger Effekt, wie viele Gin haben mit einem starken Tonic, mit einem pH-haltigen Tonic passiert das nicht mehr viel. Das ist eine chemische Reaktion. Also liegt das ein Tonic oder ein Gin? Das liegt ein Tonic. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Das ist die chemische Reaktion von einem höheren pH-Wert im Tonic rein. Kann das geben, dass das Farbe verändert. Es gibt dort, wir haben letztes Mal einen gehabt, den Crafters, der wird von Gel auf Rosa. Wird das gleiche Prinzip, der wird der nicht. Aber für mich jetzt auch mit der Tonic, wir hätten pur jetzt ehrlich gesagt noch fast ein Tick besser gepasst. Ja, ist so. Wir haben hier bewusst ein Tonic genommen, das nicht süß ist. Die, die gerne haben, ein bisschen süßliche Noten, kann man sicher auch das Mediterranean-Tonic empfehlen. Mir persönlich gefällt das mehr, das Frische an dem Gin Tonic, weil es sehr geradliniger Gin Tonic ist, aber die Geschmäcker sind verschieden.
die, die so einen süßen Verband haben. Da sind andere Möglichkeiten mit Tonic. Ja. Aber sicher. Also für mich jetzt ein sehr spannender Start, sehr typischer Start mit dieser Wacholdernote. Ja. Dass ihr vielleicht mal noch ein bisschen wisst, nach was dass der Gin auch so schmecken oder was drin ist. Ihr seht es drauf, es sind 9 verschiedene Botanicals, oder 9 Kräuter, Gewürze und Wurzeln sind drin. Vom Geschmack sagt die Marketingabteilung die Wacholdernote. Das Kräuterige und die leichte Süße. Ich muss jetzt sagen, die Süße haben jetzt ein bisschen weniger Kalis pur verkostet. Wir haben die Schärfe, die wieder dran steht, die Süße, die bei mir jetzt gefällt hat. Aber vielleicht wäre in einem zweiten Schritt, wenn wir zurückgehen, wäre nachher dann etwas süßlicher. Genau, es ist sicher ein Gradlinig. Wie du vorhin gesagt hast, es ist ein Gradliniger Gin. Ich glaube, für jemanden, der viel facettenreich oder fruchtig oder etwas süßlich ist, ist das sicher nicht so der Favorit. Das ist sicher für die, die Gradliniger Gins und frische, trockene Gins und würzige Gins gerne haben, ist das sicher ein gutes Produkt. Kann man wahrscheinlich nicht mehr vergleichen mit den heutigen New Western Gin, die sehr im Trend sind, wo der Vorreiter Hendrix ist. Das ist ganz etwas anderes, aber ich finde es sehr ein gutes Produkt, Gradlinig und ehrlich. Wie die Bündner sind halt. Ja. Seid der Bündner und Zürich, sagen wir jetzt nichts dazu, aber nichts dagegen. 48 Volumenprozent hast du gesagt, sicher sehr stark, sehr stark für einen Gin. Ja. Darum, jetzt hat sich der Gomer schon sehr daran gewöhnt an den Alkohol, jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich schon fast zum zweiten gehen. Mhm. Falls wir zu schnell sind oder zu langsam sind oder Fragen auftauchen, habe ich gesagt, könnt ihr es immer schreiben. Seit das Telefon geläutet, ist einfach das Telefon noch verschwunden, wo man jetzt genau telefonieren ist, weiss ich auch nicht. Darum würden wir die Frage im Nachhinein noch beantworten, wenn Stefan noch wieder zurück ist und uns wieder weiterhilft. Vielleicht macht er auch einfach eine Pause, wissen wir nicht so. Darum gehen wir jetzt relativ blind, ohne zu wissen, was ihr sagt oder ob es überhaupt funktioniert. Zum zweiten Gin, hat er gesagt. Ja, sehr gut. Schmecken wir mal dran. Schmecken wir dran, genau. Viel mehr tun wir dann wahrscheinlich nicht verraten. Ganz ein anderer Geschmack. Ja, ganz ein anderer Geschmack. Sehr interessant. Wir haben den auch ganz frisch kennengelernt, auch durch einen Zufall. Oder vielleicht ist es ein Projekt mit einem Design, das wir haben. Und deshalb wollen wir da schon. Das hast du noch verraten. Hast du schon verraten? Er hat gesagt, du sollst eigentlich nicht sagen. Aber der ist gut. Hat ganz eine andere Note für mich. Ja, würzige, sehr würzige Note. Gell, fast doch eine erdige. Mhm. Das ist jetzt ganz spannend, wenn man den vorher hatte, mit dieser klaren Wacholdernote und hier. Ganz etwas anderes. Absolut etwas anderes. Sind auch viel herber, ein Gaumen viel herber. Der andere war fast ein bisschen lieblicher gewesen, finde ich. Auch ein Wittermutter. Ist aber lieblicher, hast du jetzt gesagt lieblicher? Der andere lieblicher von der Süße her, aber der ist lieblicher vom Alkohol oder so. Ja, der ist deutlich feiner. Finde ich persönlich jetzt zum Trinken. Vielleicht ist es einfach, weil ich gerade gewöhnt habe schon wieder. Aber es ist sehr angenehm, es ist sehr ein sehr sanfter Gin, finde ich persönlich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der mit der Tonic fast ein bisschen rumgeht. Das kann gut sein. Aber das werden wir dann sicher können verkosten. Nico hat schon gesagt, wo das wir sind. Wir sind im wunderschönen Tessin, im Sonderkanton. Und zwar sind wir genau genommen in Sannio. Das ist fast Zungenschunger. Ja, das ist gerade in Chiasso, in der Nähe von Chiasso. Von Zürich her geschaut, auf der linken Seite von Chiasso. Und ist eigentlich direkt an der italienischen Grenze, da hinten drauf geht die italienische Grenze durch. Und das ist im Muccio-Tal, nicht zu verwechseln mit dem Maccio-Tal, ihr werdet es nochmal hören. Das ist dort zuhause und wir gehen dort zu einem Bioproduzent, 100%iger Bioproduzent, ganz cooles Produkt. Sie haben noch mehr Sachen, die sie auf den Markt gebracht haben, aber es ist eine sehr frische Firma. Wie gesagt, wir dürfen sie kennenlernen. Und ich glaube, viel mehr sagen wir da nicht. Nein, ich glaube, wir geben das Wort einfach weiter. Wer kann das besser erklären als einer der Inhaber von dieser Destillerie? Und wir haben uns gedacht, wir machen immer eine Grußbotschaft. Wenn wir das Whisky-Tasting haben in Schottland, mit der Gin haben wir in Südafrika gehabt. Jetzt das Mal bleiben wir in der Schweiz, in Tessin. Und wir werden jetzt eine kleine, etwa 5-6-minütige Botschaft, wo ihr noch ein bisschen sehen werdet, wie das in Sannio überhaupt aussieht. Wo der Jonah heisst, glaube ich, genau, ja. Ein bisschen etwas erzählt über ihren Gin. Es geht etwa 5-6 Minuten. Ich wünsche euch viel Spass beim Video und dazu den Gin genießen. Vielleicht noch Tonic. Genau, das Tonic-Empfehlung hier, meiner Meinung nach, ist Spark Liquid. Das hat einen leichten Orange-Flavor, Honeybush Orange, ein südafrikanisches Tonic. Und passt meiner Meinung nach sehr gut auch zusammen
oder mit Absprache mit dem Jonah, das hat er auch gefunden, weil allgemein Zitrusfrüchte oder vor allem Grapefruitschalen in den Tonic, in das Gin Tonic hineingehören, seiner Meinung nach, passt das sicher sehr gut. Wir würden das machen. Übergeben wir das Wort doch dem Jonah. Viel Spaß! Buongiorno, benvenuti in Ticino. Vielen Dank an, Nico, Marco und Stefano von Kurt & Kurt für die Einladung für diese schöne Tasting. Okay, wir sind in Sannio, ganz Südtessin. Wir machen später ein Virtual Tour von unserem Biogarten, wo wir die Kräuter von unseren Produkten machen. Und wir sind in Muggiotal, das ist nicht Maggiatal. Muggio ist ganz Südtessin. 5 Minuten von Chiasso, mit dem Auto. Und ein sehr schönes Tal, Sonne und viele gute Sachen zum Essen und zum Trinken auch. So, wir sind in 2016 gestartet mit unserer Startup. Das ist eine Bio-Firma, wir machen alle Bio-Produkte. Wir haben gedacht, wir müssen jetzt auch ein Tessiner Gin haben. Und zusammen, wir haben ein Jahr gearbeitet für das Rezept, ganz alles selbst gemacht. Und wir wollten ein Gin mit sehr stark regionales Betonung haben. So, wir haben mit Kräutern, die in unserer Region wachsen. Zum Beispiel, das ist Eisenkraut, das ist Melisse und wir werden eine Tour später machen von unserem Garten. Das ist unser erster Gin. Wie schon gesagt, ist etwas mit Kräuter gemacht. So, wir haben Wacholder natürlich, das ist nicht von uns gemacht, aber wir kaufen das von Kräuterversammler hier in Tessin. Dann haben wir Koriander. Koriander gibt es in meisten Gin, fast alle Gin. Dann haben wir Eisenkraut von uns, unsere Eisenkraut von unserem Garten. Dann haben wir Melisse, unsere Melisse. Und dann haben wir ein bisschen Zitronengras. Das kommt von unserem Greenhouse. Wir werden das später sehen. So, wegen Degustation Notis. So, wir haben auch unsere Kirche hier in Sannio. So ist Mittag von Montag alles live gemacht. Und Degustation Notis. In der Nase gibt es etwas von Zitrone, von Zitronenfrüchte. Das kommt von Eisenkraut, von Melisse und von Zitronengras. Und in der Nase kommt ein bisschen auch Wacholder, aber das ist mehr von Zitrone. In der Mund, so wegen Geschmack, sicher noch Zitrone und Zitronenaromen, Zitronenfrüchte, immer von Eisenkraut und Melisse und Zitronengras. Und kommt auch etwas ein bisschen kräutlich, natürlich, das sind alle Kräuter. Das ist ein spezieller Gin, so nicht so trocken, nicht so stark, etwas aromatisch. Man kann das trinken mit puro, mit Eis, hier noch unsere Kirche, mit Eis oder auch mit Tonic Wasser, viel Eis. Und die Empfehlung ist eine Grapefruit-Schale. Wir arbeiten für das Gin mit natürlich Bio-Alkohol, Bio-Ethanol. Und mit einer Mischung von Kräutern trockene, ist alles trocken. Und das ist ein London Dry. Wir machen alles in einmal, ohne Aromen und ohne andere Sachen in. So, jetzt machen wir eine Tour von unserem Garten. Voilà, change. Okay, so, wir haben gesagt, in Gin gibt es Eisenkraut, das ist Eisenkraut, wir haben Thymian, wir haben zum Beispiel Absinth für Amaro. Und das ist hier das Greenhouse, ich weiß nicht auf Deutsch, das ist für zum Beispiel Zitronengras, wir haben natürlich Basil, wir haben auch Gemüse und hier dort ist Martino, der unser Biobauer, und er hat das Rezept gemacht. Und so, hier haben wir noch Kräuter, viel Kräuter. Wir haben auch unsere Wacholder.
Wacholder ist nicht von uns in Gien, aber wir hoffen, er kommt nächstes Jahr und wir können eine Limited Edition mit auch unserem Wacholder. So, wir gehen jetzt ein bisschen oben. So, das. Ihr könnt schauen, wo wir sind. Okay, dort haben wir noch Kräuter und voilà! So, das ist Sagno. Immer dort ist Piemonte. Und heute ist nicht so schönes Wetter. Normalerweise dort gibt es Mailand und man kann sehen Mailand und Lombardia. Und dort ist die Kirche und dort oben gibt es Bisbino. Bisbino ist der Name von unserem Berg hier in unserer Wahl, in unserem Tal. So, vielen Dank und wir warten auf euch hier in Tessin. Schöne Ort für Ferien und bis bald. So, da sind wir wieder zurück in Bern. Ich hoffe, unser kleines Ausflug ins Tessin hat euch gefallen. Ich habe gehört, dass zum Teil der Ton ein bisschen schwierig war. Ich tue mir leid. Bei den meisten hat es scheinbar funktioniert, bei ein paar ein bisschen weniger gut. Ist am Video gelegen, haben wir jetzt leider nicht mehr reagieren können. Wenn es jetzt weiterhin schließlich ist, wenn wir reden, wieder sagen, und wir können auch die Leute reden. Stefan, hast du noch irgendwelche Inputs noch vom ersten oder jetzt auch vom zweiten bereits überkommen? Fragen? Der zweite Marco findet das in der Nase schrecklich, aber super komme ich noch. Spannend, ja, weil das manchmal unterschiedlich ist, ob im Nassen vielleicht ein bisschen schwieriger, beim Trinken auch ganz anders. Es ist sicher immer gut, was du vorhin gesagt hast, Spalten noch ein bisschen übrig. Es ist immer interessant, wenn man wieder retour geht. Ich habe schon so Enttäuschungen erlebt in der Nase am Anfang und nachher, wenn man zurückgeht, plötzlich ist es dann doch wieder gut oder interessanter geworden. Was mich noch interessieren würde, schreibt vielleicht mal in den Chat, was ist für euch wichtiger bei der Auswahl vom Gin? Ist es Nassen oder ist es das, was ihr nachher dann als Geschmack habt? Könnt mir das mal sagen, weil ich persönlich, für mich ist jetzt die Nase fast ein Chater, ehrlich gesagt. Auch bei den Whiskys, die ich mehr daheim bin, ich würde sehr gerne mal an den Spirituosen schmecken. Ich bleibe jetzt bei dem hier bei Pool. Aber du kannst mir sagen, wie du es gefunden hast. Wir dürfen in Zeiten von Corona leider nicht Gläser austauschen. Darum, ich bleibe glaube ich, jetzt bei Pool. Genau. Ja, ich habe gesagt, dass es eine gute Kombination ist. Es wirkt eigentlich eine gute Kombination. Mit dem Tonic. Ja. Ich finde auch, es macht wirklich lieblicher, wird dann süß. Es ist ein süßes Tonic, das ist ja so. Die uns gerne nicht gerne süß, aber sicher nicht richtig. Ich finde aber, es passt auch sehr gut. Das ist das Zitruslaschen, das kommt ein bisschen raus. Ich finde es auch eine gute Kombi. Es ergänzt den Gin. Klar, es tut immer ein bisschen die Nuancen, die krassen Nuancen, die man pur hat, ein bisschen verfälschen mit dem Tonic. Aber ich glaube, es ist wie der John auch noch sagt, mit Gräpfelschalen. Ein bisschen fruchtig, Zitrus im Sommer, kühl mit viel Eis, sehr etwas Feines. Da seht ihr noch die, in meinen Augen, sehr, sehr schöne Flasche, die das Bino hat. Gefällt mir sehr gut. Und haben wir aufgeschrieben, was drin ist. Es sind 7 geheime Biobotanicals, die drin sind. Wir reden hier wieder von 40 Volumenprozent. Ihr nasse, dezente Aroma von Wacholder finde ich deutlich weniger stark als beim ersten, muss ich sagen. Ja, sie setzen, glaube ich, hat er auch gesagt im Video, sie setzen auf andere Botanicals mehr. Im Vordergrund ist glaube ich, das Einzige, was sie zukaufen, was sie selber nicht angepflanzt wird. Wacholder wird übrigens überall im Wild gepflückt, über die Stelle anbauen. Aber sonst wirklich ein gelungenes Produkt. Sie haben jetzt ein neues Produkt rausgegeben, der Ginger. Der hat einen leichten Ingwer-Geschmack, ist auch ein Bio-Gin. Okay. Genau, mit ein bisschen Ginger-Noten drin. Auch das sicher ein sehr gelungenes Produkt. Ich kann es schon probieren, ist aber ganz neu zu machen. Marco, Michael, Mary und Mo hatten einen Geschmack wichtiger als Nase. Mhm. Hätte jemand gesagt, Nase ist wichtiger für all diesen Leuten? Noch nicht. Gut, dann bin ich auch der Einzige, der das sagt. Man sagt aber auch, dass man in der Nase eigentlich viel mehr Geschmäcker kann wahrnehmen als im Mund.
Aber das ist jeder unterschiedlich, das ist am Schluss sehr subjektiv. Ja, ich finde auch, also, die Nase tut sehr viel aussagen, was zum Teil ein bisschen ist, wenn einem Gaumen das bestätigt und in der Nase hat, dann ist es viel mehr Bestätigung vom gesamten Produkt. Manchmal ist der Gaumen nicht so interessant wie die Nase. Und das zeigt meistens, dass er nicht so langanhaltend ist oder ja, nicht so viel Charakter hat im Gesamten wie die Nase. Sind wir bereit, schon zum dritten zu gehen? Ich muss sagen, ich hoffe, ihr seid auch bereit. Wir gehen in diesem Fall einen Schritt weiter. Die, die jetzt nochmal schnell, ich muss noch mal daran erinnern, vielleicht die, die später zugeschaltet haben, der Nummer 3 ist nochmal ein klarer Gin. Das heisst, die, die jetzt einen gelben Gin haben als Nummer 3, bitte dort zum Nummer 4 überschieben und das 4, wo wahrscheinlich in dem Fall klar ist, als 3 nehmen. Dann sind wir wieder am richtigen Ort. Gut, zum Nummer 3. Ja, wir gehen wieder im Kanton weiter. Ja. Sagen wir noch nicht, oder? Nein, das muss ich eigentlich nicht. Gin. Mit ganz anderen Noten. Finde ich aber sehr. Ich persönlich kenne den schon länger. Ich finde das ein sehr. Ich bin ein bisschen Fan von dem. Das kann gut sein. Ich finde es aber ein sehr blumiges Produkt. Ist auch ein hochwertiges Produkt, kann man sagen. Also, es sind alle hochwertig. Sind natürlich alle sehr, sehr. Ist klar. Ich würde sagen, aber es ist ein Putzstilverfahren. Sie sind immer sehr. Kleine Chargen, vielleicht Potstil-Verfahren. Willst du das schnell erklären, was Potstil-Verfahren ist? Ja, der Unterschied im Potstil-Verfahren ist einfach, dass man ein Batch brennt. Man macht einisch, sagen 100, 200, 300, 400 Liter. Die sind alle gleich im gleichen Batch. Und im nächsten Batch ist es nachher dann, kann es geschmacklich ganz anders sein. Man tut einfach mit einem Stil brennen. Es gibt dann auch das Verfahren mit dem Column-Stil-Verfahren bei den grossen Distillerien. Das wird kontinuierlich, wird das nachher dann destilliert und gemacht. Und ich sage mal, das Potstil-Verfahren ist handwerklicher, ist kleiner, eignet sich auch für kleine Chargen, während das Column-Stil-Verfahren nachher dann für die grossen, ich sage mal jetzt auch Hendrix und so, die alle so produzieren. Vielleicht, ich weiss nicht, wie viele Leute das wir hier haben, die nicht so eine Ahnung haben von Gin. Vielleicht nur mal ganz kurz für die als halbe Frage, was ist Gin überhaupt? Und das ist eine Frage, die ich mir ganz am Anfang auch gestellt habe. Ich habe gemeint, das sind Wacholder-Schnaps. Völliger Quatsch. Für Gin nehmt ihr eigentlich als Basis landwirtschaftlichen Alkohol. Das kann Weinbasis sein, das kann Wodka-Basis sein, was haben wir noch? Ja, Ethanol grundsätzlich, ist auch so, ja. Genau. Was ihr nehmt, ihr tut das destillieren und gleichzeitig tut ihr Botanicals dazu. Entweder tut ihr es beim Destillieren dazu, du korrigierst, wenn ich etwas falsch sage, tut ihr es beim Destillieren dazu, dann tut ihr es einlegen und dann sagt man dann Maseration. Gut, danke für Wechselsinn. Oder ihr macht es in einem sogenannten Geistsitz, das heisst, ihr tut es unten destillieren und die Dämpfe, die sich dann entwickeln, wo der Alkohol glaube ich, 72 Grad destilliert und gasförmig wird und aufsteigt, geht dann auch durch die Botanicals durch und kondensiert auch und nimmt das den Geschmack an und das ist Perkulation. Das ist die Vapor-Perkulation, genau. Das sind so die zwei Verfahren und wichtig ist immer die Basis, landwirtschaftlicher Alkohol, dazugeben Botanicals und was bei einem Gin muss, dabei ist eine gewisse Wacholdernote, das zeichnet Gin aus. Ohne Wacholder dürfen wir kein Gin nennen, das muss drin sein, das ist die einzige Zutat, die muss drin sein. Der Rest ist eigentlich dem Produzenten überlassen. Vielleicht zu dieser Vapor- oder dieser Sieb-Wacholder-Perkulation ist, was man sagt, ich bin nicht jetzt ein Produzent, aber das hören wir vor allem, dass man ein bisschen die Geschmäcker mehr rausholen kann. Das heisst, die ätherischen Öle bringt man mehr aus den Botanicals raus bei dieser Vapor-Perkulation. Das ist etwas, das, was man braucht, das Mehl und Reitschirm. Beim Mond und Reitschirm tun wir eigentlich mit Maseration arbeiten. Das heisst, man tut alle Botanicals einlegen in den Neutralalkohol und sagt, dann würde so destillieren. Ich glaube, der Nico erklärt dann auch noch, was der Unterschied ist zwischen Reitschirm und London Reitschirm. Es ist heute ganz kurz die Gin-Arten durchgegangen. Es ist jetzt nicht so, dass wir setzen hier ein gewisses Wissen voraus. Wo ich weiss, dass viele Leute das schon wissen, werden wir jetzt nicht alles im Detail erzählen, die es interessiert. Wir werden nach der Corona-Zeit garantiert auch wieder richtige Tastings hier machen, wo wir auch ein bisschen auf die Details eingehen. Das ist immer sehr spannend, wenn man mal über die Produktion ein bisschen etwas erfahren kann. Aber jetzt hier, wo wir nur so eine Stunde 10, Stunde 15 machen, tun wir das jetzt ein bisschen offen lassen. Theorie ein bisschen aussehen. Genau. Schauen wir mal, woher das da ist, würde ich sagen. Und zwar sind wir im dritten Stopp. Ja. Wir sind in Zürich hier. Genau. Gut. Wir haben heute einen Zürcher eingeladen bei uns, der den Zürich-Dialekt mitgebracht hat. Wir sind in Zürich. Schön, dass oben der Punkt in Tessin ist, dass du überlegst, ich glaube, du bist da, wo Zürich ist. Jetzt ist es am richtigen Ort, mehr oder weniger. Wir sind in Zürich. Und zwar, was wir jetzt trinken, ist
Der Touricum, genau. Und zwar, wir sind mitten in Zürich, mitten in der Stadt. Haben zwei Jungs ein Gin auf den Markt gebracht, schon vor ein paar Jahren. Und seit eigentlich Jahren, oder seitdem sind die Gründer sehr erfolgreich. Sie haben sämtliche Preise gewonnen, muss man sagen. Also wir haben eine Liste ausgedruckt, wo Preise sind aufgestanden. Es ist eine A4-Seite, wo draufsteht, was sie alles für Preise haben abgerundet. Ich glaube, im 2020 haben sie nochmal ein paar bekommen bei den Spirit Awards von der Schweiz. Also sehr, sehr ein hochdekoriertes Produkt. Genau, also sogar in China haben sie Preise gewonnen, man kann es kaum glauben, aber in China haben sie auch Doppelgoldmedaillen gewonnen. Ja, so weit ist der Zürcher Ginger Ho. Sehr cool, geradliniges Produkt finde ich, und das ist jetzt ein London Dry Gin. Jetzt kannst du gerade erzählen. Genau, da kann ich gerade erzählen. Also das ist der einzige London Dry Gin, den wir heute im Sortiment haben, die anderen sind Dry Gin. Das London Dry Gin Verfahren muss so sein, dass man alles miteinander destilliert. Das heisst, man gibt Wacholder und sämtliche Botanicals, bei dem jetzt 12 Botanicals, miteinander einlegen und destillieren. Was man kann, ist, dass man es zum Beispiel zweimal destilliert. Das kann man machen. Das hat dann aber einfach zweifach gefiltert oder zweifach destilliert, nennen sie das. Aber beim London Dry Gin muss alles miteinander gebrannt werden. Beim Dry Gin haben wir mehr Möglichkeiten, um auch die einzelnen Geschmäcker rauszuholen. Das haben wir bei den anderen zum Teil etwas mehr. Darum finde ich aber jetzt gerade das 3, wo man nicht so viele Möglichkeiten hat, sehr ausgewogen und sehr gelungen, was wahrscheinlich auch schwieriger ist, London Dry Gin zu machen. Bei den anderen dürfen sie die Botanical einzeln brennen. Das heisst, man kommt das einzelne Wasser in den Destillat am Schluss rüber. Eins mit Wacholder und Zitrusfrüchte und dann vielleicht noch andere Botanicals, Kräuter und Wurzeln. Und am Schluss tut der Gin Master das so zusammen leeren, wie er das Gefühl hat, so soll der Gin schmecken. Somit kann man gewisse Geschmäcker von den einzelnen Destillaten ein bisschen mehr hervorheben und rausholen. Es ist sicher ein bisschen aufwendiger, die ganze Geschichte, aber man kann sicher auch mehr machen mit dem Produkt. Hendrix zum Beispiel ist ein klassisches Dry Gin Produkt, ist aber nicht mehr ein Dry Gin, sondern ein New Western Produkt. Da können wir noch mit anderen, die in diese Richtung gehen. Dort tut man dann noch ein Konzentrat dazu, ein Gurkenkonzentrat, wenn man Gurken nicht kann destillieren, respektive Vapor-Perkulation machen, da bleibt man keinen Geschmack aus der Gurke, weil sie praktisch aus Wasser besteht. Darum haben wir dort noch ein Destillat dazu. Das sind dann die ganz neuen Arten von Gin, die wir heute keine dabei haben. Ich glaube, bei der letzten oder beim vierten, beim nächsten Gale gehen wir ein bisschen in die Richtung. Schauen wir mal, was wir zum Touricum-Gin marketingtechnisch können sagen. Der Nico hat es angetönt. Wir haben 12 verschiedene Botanicals drin. Wir haben es aufgelistet: Wacholder, Lindenblüten, Tannensprossen, Engelwurz, Koriandersamen, Pfeffer, Orangenblüten, Süßholz, Hagebutter, Zitronen, Orangenschalen und eine Zutat, die man nicht weiss, was es ist. Wenn es jemand rausschmeckt, bitte in den Chat schreiben, wir werden es dann nachfragen. Aber ich glaube, für die meisten Leute, inklusive mir, wird es relativ schwierig, jetzt all die Zutaten rauszuschmecken. Sie haben da ein Rätsel draus gemacht oder ein Mythos durchgekommen. Das ist seit Jahren so. Die geheime Zutat Nummer 3 weiss niemand. Aus dem haben sie eine Spiele gemacht. Ich weiss nicht, ob die Jungs aus dem Kreis 3 sind, die auch sind. Keine Ahnung, vielleicht etwas mit dem zu tun. Was sicher interessant ist, sind alles Botanicals aus der Stadt Zürich. Tagebutter sogar selber angepflanzt, beim einen Inhaber von Touricum im Garten, wo man dort pflücken. Und die Lindenblüte, die zum Beispiel drin ist von Lindenhof, die ihr kennt, oder am Rennweg in Zürich. Also wirklich noch ein Feinstaub aus der Stadt Zürich dabei. Genau. Nein, aber es ist ein gelungenes Produkt. Stefan winkt uns. Ja, der Tibus, wieder den Gin super. Kraftvoll und mit einem starken Charakter. Starker Charakter? Ja. Weißt du, das ist der Ficus? Ja. Ficus? Mhm. Findet einen sehr gut, starker Charakter. Gehen wir endlich, ja. Weil er mit einem zu starken Sinn. Zu stark? Ein bisschen, ist nicht zu fruchtig. Ja, das Fruchtige fällt, das ist ein bisschen weniger fruchtig. Also, jetzt, wo ich es lese, dominiert für mich so ein bisschen Salbei. Mhm. In dem Geschmack. Stefano Necto, er ist ja unser Barkeeper, kennt sich mit dem Gin sicher besser aus als ich. Eigentlich sollte er hier stehen, muss man ganz ehrlich sein. Aber ich muss für das Technische schauen. Darum auch nicht ein bisschen das Salbei, das man drin hat, das Thymian. Es ist sehr. Wir haben übrigens noch jemanden, der zulässt.
dran ist, ein Gin-Parfüm zu entwickeln. Ich sage jetzt nicht, wann und wie das rauskommt, aber es sollte etwa nächstes Jahr irgendwann so ein Gin-Parfüm auf den Markt kommen. Der hat sicher sehr gute Nase. Darum, Till, wenn du rausschmeckst, dass es keine Zutat ist, sag mir es doch bitte schön. Und die, die sich jetzt schon für ein Gin-Parfüm interessieren, die werden es garantiert über einen oder anderen Weg für unsere Form. Was wir uns vorhin noch gefragt haben, das ist auch dabei, sind die sogenannten ein anderes Produkt, das auch noch vorkommt, das sind die Tannenspitzen. Tannensprösslinge, wie man dem sagt. Wir haben vorher müssen vernehmen, aus der Liter oder auch aus dem Lesen raus, dass das eigentlich verboten ist. Wir müssen nicht genau, also verboten ist zu pflücken. Man so, darf die nicht pflücken, genau. Wir pflücken in der Schweiz. Ich weiss nicht genau, wie sie das machen. Wir werden das jetzt also stehen lassen. Vielleicht schaut jemand zu von Klinikum und kann uns mal sagen, wie sie den auf legalem Weg an die Tannensprosse oder die Tannensprösslinge kommen. Wäre noch interessant zu erfahren. Und das Einzige, was nicht aus Zürich ist, und das ist zwar das Madagaskar, das ist ein Pfeffer, der drin ist. Es gibt immer eine pfefferige Note. Madagaskar ist ein Pfeffer, den sie hier haben. Ja. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Produkt. Erinnert mich ein bisschen wieder an erst mit dieser klassischen Note, die er irgendwo hat. Ja. Ja, dann leider ein bisschen mit dem Tonic verfälscht, aber... Was wir nicht vergessen zu sagen, ist eine Tonic-Empfehlung dazu. Meine persönliche Empfehlung oder unsere Empfehlung ist, dass Fevertree Tonic, das Mediterranean Tonic, ist eher nicht ein bitteres Tonic, wie ein normales Indian Tonic, sehr frisch finde ich. Und es geht immer darum, wenn man ein bisschen die Kräuter oder die ganzen Gewürznoten ein bisschen rausheben lassen, ist das sicher das Tonic, das am besten passt. Ich kenne den Gin Mare, ist sicher ein Name für die meisten. Auch die Leute passt das Mediterranean Tonic sehr gut. Hast du schon probiert, kombinieren? Ich glaube nicht kombinieren. Ich muss sagen, ja, ganz am Anfang, als ich Gin pur trinke, hat es mir gar nicht passt. Mittlerweile habe ich mich extrem daran gewöhnt. Ich finde, man schmeckt den Geschmack viel mehr. Ja, das ist so. Ja. Darum bleibe ich gerne eigentlich bei der puren Gin. Ich weiß nicht, wer von euch dass sich das überhaupt gewöhnt ist, wer überhaupt Gin pur trinkt. Aber ich habe es eigentlich mittlerweile mehr lieber als mit dem Tonic überlagert, der Geschmack ja. So enorm. Ja. Ja. Und es ist schade manchmal für die ganzen Nuancen, die Gin drin haben. Ich glaube, wir haben uns deshalb entschieden, das mal noch am Schluss in die pure Richtung zu gehen. Hat es mal gezeigt, dass das immer mehr Trend ist, dass das immer mehr kommt. Wir haben zwei neue Produkte, also nice, der letzte ist nicht so neu, aber sicher neu zum Pur trinken. Ich denke, wir freuen etwas Neues zu kennenlernen. Gut. Ja. Ich schaue zwischendrin immer ab auf die Uhr. Unser Ziel ist so eine Stunde, eine Stunde 10. Wir sind wunderbar in Zeit. Wir haben nämlich 37 Minuten für 3 Gin. Das passt. Sind wir schon bereit, zum nächsten Gin zu gehen? Stefan Manik, hier. Keine Fragen? Keine Fragen? Keine Fragen. Keine Fragen, ich bin bewusst schon alles. Eindruck ist gut, gross und ganzen. Ja, Fibus war ein reiner Deal, hat lange gefühlt. Ich habe es noch fast vermutet, als ich es noch fast vermutet hatte. Ich finde den Pfeffer dominant, sehr dominant in der Nase. Ja. Jetzt beim 3. der Pfeffer dominant. Ja. Nein, ich finde den Tonic passt super dazu. Mhm. Aber zum Purtrinken ist es nicht so optimal. Ja, ist sicher gewöhnungsbedürftig. Wir machen das. Halt regelmässig, ja. Man kommt immer mehr rein, wenn man es gut trinkt, einfach zum Beispiel die Nase schmecken. Aber ist ja so. Ein guter Gin Tonic kann auch etwas. Gut. Gehen wir den Gin weiter. Zum mittlerweile 4. Gin. Der ist ein bisschen farbiger. Hoffentlich bei allen, die zugelassen haben, wissen, dass der muss farbig sein. Ganz ein spezielles Produkt, das ich auch dafür verkosten. Ja. Wenn ihr dran schmeckt, die gerne süßliche Gin haben, werden jetzt wahrscheinlich grosse Augen machen. Süßlich in der Nase vor allem, im Gaumen weniger, aber in der Nase. Aber es ist so eine spezielle Süße, die man eigentlich nicht so gern findet in der Nase. Es ist ganz ein neues Produkt, ist wahrscheinlich das neueste von all denen, da ist. Es ist wirklich, ist noch nicht lange seither, wo man das vorgestellt hat, ist eine sehr junge Distillerie. Oder das ist ein sehr junger Abfüller, der das vertreibt. Und wir haben gefunden, dann geben wir doch eine Chance und können das mal in den Ding aufnehmen, um das auch ein bisschen bekannter zu machen. Nehmt mir unter, was ihr davon haltet, euren ersten Eindruck. Vielleicht noch schnell zum Tonic auch noch vorausgeschickt. Auch das ist unsere Empfehlung, dass Bargain Queen Orange, Honeybush Orange, der da am besten passt, einfach noch ein bisschen die
sage jetzt tropische Frucht, ein bisschen mehr rauszuheben. Also ist ganz klar für mich Nase extrem tropisch, süßlich. Ananas, Melone. Sogar eine Banane schmeckt ein bisschen so. Einfach wirklich so ein bisschen Ferienfeeling, wenn man jetzt die Augen zutut und nicht rausschaut, dann sehen wir nicht den Regen, sondern dann sehen wir ein bisschen Strand. Beim Trinken aber, wie du gesagt hast, verlieren sie nachher dann auch wieder ein bisschen. Aber noch nicht so, jetzt in dieser Süße noch nie geschmeckt bei einem Chip. Oder in dieser tropischen Form. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast mehr Erfahrung. Ja, ich finde, mir bleibt ein bisschen mehr einfach das Alkoholische im Gaumen. Der Geschmack ist eben das Süßliche, wie du sagst, bleibt ein bisschen, aber das Tropische ist mehr in der Nase im Gaumen für Leute, das ein bisschen, finde ich. Aber es ist gleich ein interessantes Produkt. Es ist etwas Neues. Ich glaube, die Farbe hilft sicher auch noch mit, um dem Ganzen ein bisschen optische, tropische Noten zu geben. Vielleicht empfindet man das auch so über die Nase. Der Geschmack ist sicher so, aber es hilft oder befügelt sicher noch ein bisschen mit der Farbe. Also ist sicher der speziellste Gin von all denen, die wir jetzt hier haben, von in meinen Augen. Mhm. Wären wir eher vorher ein bisschen klassisch unterwegs gewesen, sind wir jetzt mal ein bisschen auf die fruchtigere Schiene gegangen. Ist aber zum Purtrinken finde ich auch sehr angenehm. Ich empfinde jetzt zum Beispiel im Abgang nicht als alkoholisch. Kann ich jetzt nicht. Aber das ist, auch das ist wieder sehr, sehr subjektiv. Es ist bei den Tastings ist immer das Gleiche. Sagt, was ihr das Gefühl habt, das ist nicht falsch. Jeder empfindet Geschmäcker anders, je nachdem, was ihr gegessen, getrunken habt, was eure Vorgeschichte ist. Werdet es immer ein bisschen anders empfinden. Darum getraut euch dort euch manchmal zu sagen, nach was das schmeckt oder nach was das für euch nicht schmeckt. Manchmal hat man ganz spezielle Assoziationen zu einem bestimmten Geschmack. Ich finde jetzt den, mir passt jetzt den sehr gut. Er ist wieder sehr lieber, er hat nicht einen längeren Abgang zwar. Ja, und das kommt, ich finde, in der Nase hat er die Süße und im Abgang hat er mehr bittere Noten. Mhm. Weil das Bitter, das Süße ist ein bisschen weniger, dafür mehr bitter. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt einfach. Marco findet den Gin pur und mit Tonic sehr gut, weil das wahrscheinlich schon mixt. Stimmt. Muss ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt gerade das Tonic reingenommen, so ist. Und ich finde, der Geschmack vom Gin bleibt. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass es ein bisschen verschwindet mit dem Tonic, bleibt er eigentlich fast. Das macht ein bisschen süßer, klar, wegen dem Tonic, aber. Wie sind sonst Meinungen dazu zu dem? Noel sagt, findet den Gin sehr gut, mit leichtem Karamellgeschmack. Ein leichter Karamellgeschmack, sagt Noel. Spannend, ja. Vielleicht im Abgang etwas bitter. Mhm. Leichte Bitternote. Also was mir da ist, was ich weiss, oder schon mal vorausschicken, ist, dass sie machen eine klassische Maseration da. Das ist also keine Vapor-Perkulation, sondern eine klassische Maseration. Sie müssen wirklich alles einlegen in Alkohol und destillieren. Schauen wir doch zuerst optimal, bevor wir zum Geschmack gehen, von wo das da ist. Wir waren vorhin in Zürich. Ihr werdet jetzt an den Bildern sehen. Wir sind jetzt in der wunderschönen Hauptstadt. Oder Fußball, ja. Schweizer Meister daheim übrigens. Einfach so, wir haben zwischendurch leichte Diskussionen mit der IB und FCZ. Mhm. Ja. Gehen wir jetzt nicht vertiefen. Wir sind in Bern, wo das Kurt und Kurt daheim ist natürlich. Wir sind beim Aren-Gin. Das sind die Produkte, die sie haben. So wie ich nichts verstanden habe, alle Produkte vom Aren-Gin eigentlich gleich, aber mit unterschiedlichen Farben, wo man die Farben von Aren in Bern tut. Genau, ein bisschen widerspiegeln. Also was sie sind eben sehr, ein bisschen geheim, ist ja cool. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Mythos darüber, dass man mehr spekulieren kann. Man weiss nicht so viel eigentlich. Sie geben dann nicht viel bekannt, was drin ist. Gewisse Botanicals, die wir nachher sehen werden, weiss man, aber so ein bisschen mehr im grossen Ganzen. Was der Ding ist, ist eine Geschichte ein von der Herstellung. Man hat zuerst die transparente Gin gemacht. Wie ihr seht, links und rechts, der eine ist blau, da und der andere ist gelb. Und dann hat man bei den mittleren zwei einfach eine Farbe beigefügt, dass man das ein bisschen mehr zur Geltung bringen kann. Sie haben einen leichten Geschmack, und zwar haben sie den beigefügt, ohne es ist, ohne Maseration. Und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, wie beim Hendrix, wo man ein Konzentrat dazu gegeben hat, und zwar ist es beim Gelen tropischen Früchte, mit dem nachher was genau dabei ist, was wir gehört haben. Und beim Blauen, das ist eher das Winterprodukt, meiner Meinung nach, auch seiner Meinung Produzent, das ist nämlich mit Zimt und Orangen.
Das heisst sicher eher im Winter passend. Wir haben uns für die Degustation für das Gelbe gebucht entschieden. Ja, Weihnachten ist doch noch ein paar Wochen weg. Schauen wir mal die leicht spärliche Information, die wir gefunden haben. Nochmal Tonic-Empfehlung, Barker & Quinn. 6 Botanicals, Früchte, Fruchtschalen, Beeren, Gewürze, Kräuter und Samen. Welche genau haben wir eben nicht mitbekommen? Ananas, das wissen wir. Ananas sollte man erwähnen, das hat er gemeint. Das ist das, was das Gelbe also zeigen, das Tropische oder die Früchte. Ich finde auch, das spürt man auch. Der Rest sagen sie, ist einfach die typischen Gin Botanicals, die man drin hat. Aber eben, mehr wissen wir auch nicht genau. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, man muss es auch nicht wissen. Ich finde es schön, wenn man nicht immer alles weiss. Wenn ihr das Gefühl habt, dass man etwas bestimmt raus, schreibt es doch schnell in den Chat. Würde uns auch noch helfen, wenn wir ein bisschen wissen, was wir machen. Also, Kiel sagt Mango. Mango? Ja. Positive Feedbacks zu dem Gin? Super. Freut mich natürlich, dass so ein kleines Produkt ja, für uns auch so gut ankommt. Und wir haben das Schwein gehabt, wir haben noch die letzten paar Flaschen bekommen für das Tasting zum Abfüllen. Von dem haben wir mit einer Woche vorher getroffen und hat eine Flasche für ihn gebracht. Leider hat es nicht gelangt für die Tastings. Dann musste ich noch nachbestellen und wir haben das Schwein gehabt. Also ich habe gar nicht gelangt, für uns zwei ein Glas oder für uns drei ein Glas. Aber sonst ist er im Moment schon wieder ausverkauft, wie ich gehört habe. Aber er hat gesagt, er wird dem nicht spielen. Genau. Gibt es das ja auch wieder hier? Dann gibt es dann da. Genau, wir haben beide. Auch wenn ihr eine blaue Menge probieren bei uns, wir haben dann so die Menge. Es ist natürlich auch noch spannend, wenn man mal vom gleichen Produkt kann, zwei nebeneinander verkosten kann. Dann sieht man, was ein bisschen Zimt und so kann ausmachen kann. Darum sehr gerne mal probieren. Sehr cool. Und ich glaube, die sind in Liste. Die sind in Liste, die ich gelesen habe. Also ich habe mich nicht gross informiert, aber der macht das nebenberuflich. Vielleicht hört er auch zu. Macht das nebenberuflich und ist wahrscheinlich ein grosser Gin-Liebhaber und hat das Gefühl gehabt, jetzt mache ich mir Gin. Ist aber wirklich sehr gut gelungen, ein Kompliment. Darum, es freut mich sehr, wenn auch so kleine Start-ups so etwas reinkommen können und das dann auch hier verkaufen kann. Barker & Quinn zum Beispiel, als Beispiel noch für den Tonics, ist auch eine kleine Firma, oder nicht so klein aus Südafrika. Aber der Schweizer Vertreter. Genau, ein Schweizer Importeur, der das macht und wir sind etwa die Einzigen, die das Tonic hier haben. Finde ich sehr schön, wenn man so kleine Produkte unterstützen kann. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht die ein oder andere mal vorbeikommen und das Tonic mit diesen Gins oder sogar noch das andere südafrikanische Gin probieren können. Also immer, wir probieren auch immer die kleinen Firmen da in den Tastings und die Bar ein bisschen zu unterstützen. Ja. Und es ist immer, wenn wir wissen, wie schwierig das ist bei den Getränken, es ist ein Herzbusiness. Und wenn man sieht, dass Produzenten am Weibeln sind und die Verkäufer am Weibeln sind und probieren, das Produkt am Mann zu bringen und viel unterwegs sind, mit Baren vorbeigehen und das alles. Ohne irgendwelche Kostendeckungen oder so, was in der Freizeit wir machen, ist das immer sehr eindrücklich. Und darum finde ich, muss man diesen Sachen Chancen geben. Nein, das ist wirklich ein sehr feines Produkt. Übrigens, ein Barker & Quinn, den er vorhin gesagt hat, wir haben demnächst ein neues Tonic im Sortiment. Das ist mit Raspberry. Das kommt neu, sich ganz etwas Neues, eher süßlich, aber für unsere weiblichen Gäste sicher etwas Interessantes. Ich glaube, ich lasse von dem noch ein bisschen was, von dem würde ich gerne nochmal probieren, nachdem, dass wir bei den, ich würde jetzt mal sagen, von uns noch spezielleren Gins waren. Ja, definitiv. Gehen wir Marco Seare, sie schmecken schon Honignoten. Honignoten? Ja, in der Nase. Beim vierten? Ja. Honignoten ist genannt worden. Ja, es ist immer so ein das fruchtige Tropische, das Gefühl, auch nicht das Süße, keine Ahnung, vielleicht. Aber ja. Also sicher nicht, also ich finde es auch sehr süß, ob es Honig ist, kann ich nicht so sagen. Es könnte aber auch so Honigmelone, könnte es auch ein bisschen das Karamell, das gekommen ist, könnte auch mal sein, so in die Richtung. Vielleicht hilft auch die Farbe mit. Also die Farbe ist sicher, wenn man ein Produkt anschaut und eine gewisse Farbe hat, erwartet man schon etwas drum. Das wird garantiert nicht helfen mit dieser gelben Farbe, dass man es schon mit Ananas oder so assoziiert. Schauen wir mal, mit was das mit dem nächsten assoziieren. Ja, genau, das ist jetzt ein sehr interessantes Produkt. Auch das erste Mal dürfen probieren, wow. Und es gibt es auch nicht so lange. Wir sind einfach beim fünften Gin, mit dieser leicht rötlichen Farbe.
ganz eine andere Note. Vielleicht jetzt zwischendrin nehmen wir noch einen Schluck Wasser, um das Mousse ein bisschen zu neutralisieren, weil sonst könnte es fies werden, wenn ihr jetzt so etwas Süßliches sagt. Jetzt haben wir doch ganz andere Geschmacksnoten. Ja, das ist ganz interessante Geschmacksnoten, finde ich auch. Ich hätte es nicht erwartet, also von der Nase her schon, aber im Gaumen ist es ein bisschen unerwartet. Es war aber gut. Zimt wird genannt. Ja. Mhm. Ganz eine andere Note jetzt. Aber ich kann es jetzt nicht benennen, was ich... Es hat eine leicht bittere Note sogar. Mhm. Es erinnert mich vielleicht ein bisschen an einen despektierlich gemeinten Wustensirup. Mhm. Ich finde immer, man darf bei so Tastings alles sagen, was man das Gefühl hat, mit was man es assoziiert. Darum Wustensirup ist nicht negativ, sondern das ist deine Verbindung zu einem bestimmten Geschmack. Von der Süße her, ich das vielleicht auch noch gefahren, wenn man das Ricola. Ricola finde ich spannend, ja. Ricola finde ich sehr spannend. Ich habe noch nicht mal probiert, ich bin immer noch so ein bisschen... Ja, das ist ganz etwas anderes. Ob man das, wenn man jetzt das erste Mal probiert, wirklich unter Gin geht oder man das unter Gin einordnet, wenn man jetzt das blind degustiert und jetzt sagen, was es jetzt ist, wüsste ich nicht, ob man das wirklich als für mich kein typischer Gin. Gar nicht, also ich würde es ganz neu mehr anders einordnen, ohne es zu klassifizieren, aber sicher nicht mit dem Gin. In Nase das etwas holzige, fruchtige und auch beim Trinken, wirklich, wie du gesagt hast, das Ricola. Ja, genau. Das Süß hat wirklich rechte Süße, finde ich. Fast ein bisschen atypisch für den Gin. Mhm. Würde mich wundern, wie die ihn finden. Es hat ja ein paar gehabt, die eigentlich noch ein bisschen so, wie man rausgehört hat, gerne süßliche Gin haben. Für die könnte er. Deshalb haben wir auch, also wir sind vorne auf einer Tonic-Empfehlung gewesen. Wir haben, dürfen dann noch ein bisschen vordegustieren und wir sind ganz klar der Meinung gewesen, eigentlich kein Tonic dazu. Ich fände es schade. Wenn man den Geschmack verfälscht, wenn, dann würde ich eher ein Mediterran-Tonic nehmen, wo man den Geschmack noch einbehalten kann, was nicht allzu viel verfälscht. Oder dann sogar das Fettimann, das keine Süße bringt, weil der schon eine Süße hat. Aber ich finde, ich tue jetzt kein Tonic dazu. Ich glaube, mit zwei Löcken Eis vor dem Schweine ist das, glaube ich, besser. Oder könnt ihr mir vorstellen? Könnt ihr mir vorstellen, es würde mich wundern. Erinnert es mich an irgendeine andere Spirituose, an ein anderes Getränk, das er schon mal hat? Es hat eine Verbindung zu einem anderen Schweizer Getränk, das nicht ganz unbekannt ist. Und wenn man es weiss, schmeckt es ganz klar raus, dann werden ganz viele Aha-Effekte haben. Wenn man es nicht weiss, würde es mich jetzt eben noch wundern. Darum würde es mich freuen, wenn ihr mal etwas dazu schreibt, an was das mich das erinnert. Maggie, Lakritze. Lakritze, spannend. Maggie hat gesagt, Lakritze finde ich sehr spannend. Karl Lund in der Nummer 5, wenn zu süß. Bad, sagt er. Das so den Gin zu. Ja, der Name. Also, eben, es gehört zu süß. Lakritz. Lakritz finde ich ganz spannend. Ja, es ist so, war wirklich weiter. Ja. Hat aber ein bisschen mehr Volumenprozent, ich würde sagen. Wenn noch niemand etwas geschrieben hat, zu was für eine Spirituose das könnte sein, gehen wir jetzt trotzdem mal weiter. Und dann kommt nämlich der Aha-Effekt, wenn wir schnell schauen, wo dass wir in der Schweiz sind. Jetzt zeige ich zuerst mal Bilder. Jetzt können wir zuerst schauen, wer geografisch wirklich so gut ist, wenn ihr die zwei Bilder anschaut. Ich habe es, glaube ich, auch Zeit gehabt, es anzuschauen. Wir haben rechts oben einen sehr bekannten Berg, ich glaube, Königin der Berge von Schweiz. Das wäre im Xentis. Links, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir im Urnest, im Alpabzug. Auch etwas sehr Bekanntes. Und jetzt sollten es alle wissen, wir sind Appenzell daheim. Genau, und da verbinden wir den Appenzeller, Alpenbitter. Genau, das jeder kennt den Appenzeller. Ja. Wahrscheinlich kennt jeder den Appenzeller. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ganz klar, aber es ist für mich, ich verbinde den Geschmack extrem mit dem. Und es kommt nicht von ungefähr. Weil wir sind nämlich in der gleichen Destillerie, wo der Appenzeller auch herstellt, und zwar sind wir beim Gin 27 Woodland. Genau. Sie haben schon den Gin 27 als White Gin im Sortiment schon länger, und jetzt haben sie ein neues Premium-Produkt gemacht, den Woodland.
ist für mich wirklich ein Premium, etwas anderes. Wir haben auch Premium-Produkte bei uns im Kurt, wo man eigentlich wirklich pur trinkt, auch auf preislicher Höhe sind. Ich sage jetzt mal die Richtung Whisky-Bünde von den CL-Preisen. Also ja, so ein bisschen Mittelklasse, genau von den Whiskys. Aber sie sind sicher sehr interessant, aber ist kein typischer, für mich kein typischer Gin. Oder ja, es ist wirklich etwas ganz Neues. Jedes. Ich glaube auch, die Leute, die Gin erwarten, klassische Gin und das Süße jetzt nicht gerne haben, kann ich das total nachvollziehen. Also ich muss sagen, die Flasche allein ist eigentlich schon das Geld wert. Wenn man das anschaut mit dem wunderschönen Sherry-Schnitt, was dort, wo dort draufgezeichnet ist, wunderschön. Geschmack, sehr etwas Spezielles. Genau. Also ich habe den vorher auch nicht gekannt. Und also sie haben eben, zu uns ist ein schwierig. Wir haben herausgefunden, oder das muss an dem liegen, dass Holunder und Tannentrieb, wahrscheinlich vom Harz her, der Tannentrieb, dem Gin die Süße verleihen, wenn sie nicht etwas nachher rein. Der wird nicht im Fass gelagert, nicht die Farbe wegen dem, sondern er hat Holz dabei. Auch Süßholz ist dabei bei dieser Geschichte, vielleicht macht das auch etwas aus. Aber es ist eine schwierig, wo man die Restsüße her hat, muss ich ehrlich sagen. Das haben wir nicht herausgefunden, aber so nach dem Beschreiben müsste es einfach nicht. Ich glaube, für mich ist es mehr so eine kräuterige Süße. Ja, aber genau, es ist wirklich das Ricola, es ist das Appenzeller. Vielleicht Gin tut man nicht lagern, in aller Regel werden die nicht wie ein Whisky oder ein Bourbon in einem Fass gelagert, sondern die werden direkt nachher abgefüllt. Es gibt auch gewisse Gin, die näher noch gelagert werden, in einem Holzfass, zum Teil auch in Stahlfässern werden sie noch gelagert. Das gibt dann ganz eine andere Noten an. Wir werden den nächsten haben, der gelagert ist. Bis jetzt, die letzten 5 sind nicht gelagert worden. Man kommt auch bei den Gin immer mehr in die Richtung Holzlagerungen. Und man kann dort aus dem Holz noch so gewisse Stoffe rausziehen. Das hat, europäische Eichen hat vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer drin, amerikanische Eichen hat mehr die Süße drin, die man von den Bourbons her wieder kennt. Und es gibt auch ganz andere Geschmäcker drin. Aber der nicht gelagert und trotzdem eine enorme Süße. Wir können auch schauen. Also was er sicher nicht hat, ist Holz in der Nase. Jetzt sind das, das typische Holz. Die anderen Spiritosen kennen, hat er nicht. Und sie hier bei 43 Volumenprozent. Sie sagen Botanicals, Wacholder, Koriander, Kardamom, Süßholz, Weilchen, Orangenzimt, Sternanis, Tannentriebe und hoffe, wir eben wieder die Tannentriebe. Aber je länger ich mehr spüre, ja, dass Zimt extrem raus, wie vorher genannt worden ist, von einer Zuschauerin. Ja, das spüre ich immer mehr. Spannend, wenn man jetzt noch einen zurückgeht, ist der vorherige, der Aare Gin, hat eigentlich fast keine Süße. Du hast natürlich noch Tonic verzaust. Er hat fast keine Süße mehr für mich jetzt, wenn ich es vergleiche. Es ist enorm spannend, wie sich neben Nase daran gewöhnt. Jetzt habe ich mich an die Süßliche gewöhnt und jetzt ist der andere fast nicht mehr süß. Ja, also ich glaube, wenn man einen typischen Gin erwartet oder so, ist das falsch. Aber ich glaube, wenn man etwas Neues will und einmal etwas pur will, trinke ich mit Eis. An einem schönen Winterabend, da kann ich mir vorstellen, ist das ganz etwas Feines. So vor einem rauchigen Schmine vielleicht? Genau, ja. Wie kommt der bei euch an? Schreibt das besser gut auch mal in den Chat. Und wir reden heute zuerst mal, es würde mich wundern, was ihr sagt. Und Stefano würde uns dann das zuschreien. Was ihr sagt. Ich finde einen mutigen Gin. Ein mutiger Gin? Ja. Sicher aus Sicht von einem klassischen Gin-Trinker definitiv mutig. Auch da tun sie mit den illegalen, bedrückten Tannenspitzen arbeiten. Wir wissen nicht genau, wie das wirklich gesetzlich ist. Aber das können wir dem auch noch abklären. Genau. Ich würde mich wirklich wundern, wie das gemacht wird. Sennecker mit und mit Margaret Queen zusammen. Ist auch gut. Ich glaube, ich gebe jetzt nochmal einen Tonic eine Chance. Und tue jetzt den nochmal. Was empfiehlst du für ein Verhältnis für Gin Tonic? 4 Cl zu 2 Dezi. 4 Cl, also etwa 1 zu 5? Ja, genau. Oh, dann hat es wenig genommen. Das ist für mich nämlich immer eine Frage, wenn ich daheim irgendwie Gin Tonic X oder so etwas mache, was für ein Verhältnis soll ich nehmen? Aber der überlagert ja den Tonic. Enorm. Es ist ja so, die Tonic-Flasche, wir haben 2 Cl, wir geben bei uns 7 Flaschen dazu zu Gin. Es ist natürlich schon so, dass man wahrscheinlich das ganze Tonic zum Teil nicht ins Glas überbringt.
Wenn es viel Eis drin hat, muss aber auch, dass das Verhältnis 50-50 ist, rein aus dem physischen Aspekt mit Eismücken. Aber grundsätzlich ist es so, etwa 4 Zähl zu 200 Zähl Tonic ist sicher nicht schlecht. Aber es ist halt auch so, wie du sagst, man tut noch mit diesen Botanicals im Glas die Geschmäcker versuchen rauszuholen von dem Gin. Darum wie eben Hemmingsgurken, Pfeffer oder die anderen Rosmarin oder Zitrusfrüchte, Zesten und so weiter in dem Moment, das ist mehr aus dem Gin. Also ich muss jetzt sagen, mit dem Bark & Quinn Tonic sehr, sehr spannend. Du hast zwar das Fever Tree empfohlen, ja, das Bark & Quinn noch, finde ich sehr spannend. Sehr, mit dem Orangenalb kann man schon noch vorstellen, dass das sehr, mit dem Zimt eine sehr gute Note überholt. Ich finde den sehr, sehr spannend mit dem Tonic. Hat auch wieder nicht viel mit einem klassischen Gin Tonic zu tun für mich, aber wirklich ein cooler Gin. Sicher nicht ein Everyday Gin, habe ich jetzt das Gefühl. Nein, das ist finde ich auch nicht. Ich glaube, vom Preis her ist es gar nicht so viel teurer wie ein normaler Gin, wenn du so nicht tust. Aber ich finde es gleich ist ein mutiges Produkt, wie auch schon genannt wurde. Es ist cool, dass man mal so etwas macht, in eine andere Richtung geht. Auch spannend. Ich glaube, man hat auch Fans für solche Sachen. Und ich glaube, man muss ein bisschen Gin, weil zum Teil ist Gin halt wirklich sehr nah zusammen, dass man die Nuancen zum Teil fast nicht rausgespielt. Bei dem kann man definitiv den Appen wiedererkennungsentwickelt. Das ja. Ja, ich glaube, so einen Gin findet man nicht so schnell wieder. Und es ist sicher auch spannend, mal jemanden aufzustellen und zu fragen, wie findest du den? Mhm. Cool. Wo findet ihr den Gin? Top, mit Pool getrunken. Ja. Schade zu mischen. Und im Gegenteil, Michael findet Stop mit Tonic und ohne ist es fast zu süß. Ja. Ja. Also ich finde, ohne find ich muss Eis in Kühl muss sein, weil dann kommt die Süße auch nicht so penetrant, sage ich mal, oder so heftig mit Eis und mit dem Tonic, muss ich sagen, ist doch auch spannend. Ja, so also ich finde jetzt einfach beide Seiten noch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmt. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht jetzt von dem Gin, wenn es sich ein bisschen, ja. Auch mit dem Eis, ich bin nicht so ein Fan von Eis, Spirituosen, aber es nimmt halt Geschmack weg, wenn man es Getränk zu fest runterkühlt, hat er nicht viel Geschmack, darum bin ich nicht so Fan. Ich verstehe es aber bei dem, um ein bisschen abzuschwächen, muss ich jetzt sagen. Ja, das ist sicher ein Haus mit Tradition. Eben, das gibt es schon seit 1902, hat das der Herr Ebneter gegründet im Appenzell und sicher sehr erfolgreiche Geschichte mit dieser ganzen Distillerie. Immer noch in Schweizer Hand, immer noch sehr erfolgreich. Und der E27 Gin, der normal, haben sie mit Bartenders entwickelt, mit zwei, drei bekannten Bartenders aus Zürich und Basel. Und haben mit dem eigentlich mal den Grundstein gelegt. Und ich glaube, jetzt da ist der Braumeister in eine andere Richtung, experimentelle Richtung, aber gelungen. Cool, absolut. Mhm. Ich würde sagen, dann nochmal einen Schluck Wasser, yes, bevor wir zum letzten Gin gehen. Wir sind zeitlich wieder perfekt drin. Ja, da können wir auch aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht ein bisschen zum Highlight, finde ich, oder etwas ganz Spezielles von dieser Gin-Reihe. Das ist mal jetzt ein Reserve-Gin. Auch von der Farbe, und die Farbe ist wirklich vom Holz, wie du vorhin gesagt hast. Ist eine Fasslagerung. Ja, ich bewundere, was ihr meinet. Ich finde, wir haben schon ein paar Degustationen intern gehabt, von Gruppen, und der ist immer sehr gut angekommen. Sehr überraschend für mich, dass du Gin so schmecken kannst. Man merkt, es ist ein edles Produkt. Ja, ein ausgebautes Produkt, kostet ein bisschen mehr. Braucht ein bisschen länger, ich glaube etwa ein Jahr, bis er dann in die Flaschen abgefüllt wird. Aber finde ich auch sehr gelungen. Und ich glaube, man muss ein bisschen, man muss, oder man geht immer mehr in die Richtung, darum ist es sicher cool, wenn man so etwas zeigen heute. Zum Purtrinken, das ist definitiv meiner Meinung nach etwas zum Purtrinken. Genau, du hast gesagt, ich gebe keine Tonic-Empfehlung ab bei dem, probiert einen Pur. Jetzt, worst case, wenn man ein Tonic will, nein, wäre es gut schnell. Ja, das ist schon schwierig. Also ich finde wirklich, es ist schade, weil das hat so eine schöne Holznote. Ich finde, es erinnert richtig an Walz, an Holz, ein bisschen Feuchtholz, sehr etwas Natur. Mhm. Und darum finde ich es schade, also wenn, dann würde ich jetzt auch wieder ein bisschen in die mediterrane Richtung gehen und das Fever Tree empfehlen, aber ja,
wirklich eine Empfehlung abgeben, habe ich nicht. Ich würde jetzt das nehmen. Oder wenn es andere würde verfälschen, Orange Honig, ist es nicht, hat nichts mit dem zu tun. Und, was vielleicht im Wettermann noch gut wäre, weil es hat keine Süße drin, dann bleibt sicher der Geschmack oder die Süße vom Gin übrig oder einfach die Süße, die sie nicht hat, erhalten. Beim anderen verfälscht es. Finde ich die Nase extrem speziell. Ja. Hat wieder so eine spezielle Note. Ja, sehr Stefan. Holzig, finde ich Marco. Marco sagt auch sehr holzig, ja. Mikkelinde. Mit der Rundpunschnote. Das ist jetzt auch eine spannende Assoziation. Hat etwas, stimmt. Sehr deutlich. Sehr, sehr, wirklich ganz speziell. Würde ich jetzt wieder, wenn ich mir nur dran schmecken würde, mit einem Blindtasting, würde ich wahrscheinlich nicht auf die Gin kommen. Ich weiß aber nicht, was ich sonst würde sagen, aber ich würde auch einfach ratlos dastehen. Es ist wirklich auch für mich überhaupt kein typischer Gin. Es ist einfach auch die Reaktion an den Degustationen, die wir haben, die wir den geben, da erwarten keinen im Gin. Gut, wenn man es weiss, kann man es vielleicht schon so. Ich glaube, wenn man Blindtasting machen, das tut man nicht mit dem Gin verbinden. Ich finde es sehr spannend, die Nase, für die, die jetzt schon einen Schluck genommen haben. Die Nase ist sehr holzig und der Gaumen erinnert mich einfach an einen Tannenbaum. Mhm. Irgendwie eine Nadel, Tannenbaum. Aber es ist nicht das Holz, es ist nicht das Harz, sondern es sind wirklich Tannennadeln. Mhm. Das Grüne ist in der genau, ja. Genau. Ganz, ganz, ganz stark. Ja, ich finde das mega holzig. Mhm. Ist jetzt natürlich auch wieder fies, jetzt haben wir zweimal ein süßliche Gin gehabt, jetzt gehen wir wieder so ein das herbe Holzig rein. Kann für gewisse Leute jetzt auch fast ein Schock sein. Aber es ist ein sehr komplexer Gin, ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Für mich ganz klar, das muss man pur trinken. Ja, absolut. Wenn man das jetzt so schmeckt, die Finesse da gar nicht raus. Stefano nickt ganz fest im Moment. Ich trinke es auch lieber pur. Er trinkt es auch lieber pur. Ja, das ist wirklich ein schönes Produkt, finde ich. Es ist sehr. Es erinnert einfach an die Natur, finde ich. Oder auch wenn man jetzt so ein bisschen das Schmine anheizt mit dem Ahrenfeuerholz, erinnert es mich an das. Wir könnten wahrscheinlich auch noch räuchern. Ich glaube, es würde sogar anpassen bei dem. Eine leichte Rauchnote bei diesem Gin nutzen. Könnte man schon spannend. Ja. Wäre mal spannend, ja. Schauen wir mal, woher das da ist. Wir sind wieder. Eine altbekannte Stadt, und zwar sind wir in Zürich. Und zwar sind wir beim Arve Gin. Und ihr seht es auf diesem Bild, ihr seht es unten links bei Flaschen, hat es etwas drin. Und zwar vielleicht kannst du, ja, man sieht es, nein, man sieht es nicht, es ist nicht zu viel. Wir haben ja eine Originalflasche drin, die werden es auch nicht sehen, aber wenn ihr es würdet sehen, würdet ihr sehen, dass dort ein Holzschnitt drin ist. Genau. Und zwar ist es Arvenholz, wie auch der Arve Gin auch dass er den Namen hat, das ist Arvenholz, das sie reintun. Es ist aber ein Eichenfass gegeben, 6 Monate im Eichenfass ausgebaut und sie tun dann noch einen Arvenschnitz mit Flaschen in einem Stahltank, wenn es mir täuscht, dass der Gin wirklich die Noten aufnimmt. Aber das nimmt er eindeutig. Das hat er eindeutig genommen. Arven ist so wie das frische Holz. Es ist auch sehr intensiv, wenn man es im Schnee anbrennt. Brennt das im Blut. Ich glaube, das ist das, was man, da muss man gar nicht viel mehr sagen. Wir haben 40%. Wir haben geschrieben Fever Tree Mediterranean, aber bitte pur. Bei der Tonic-Empfehlung. darum, ihr merkt ein bisschen, in welche Richtung dass wir gehen. Zapfen und Nadeln von der Zirbelkiefer, ganz klar. Wacholder, Zitrusfrüchte, habe ich jetzt für mich dominiert, ganz klar zu Holz. Ja, definitiv, definitiv. Der Wald, irgendwie der Wald dominiert. Ja. Der Wald ist präsent. Es ist aber auch typisch für Arthur. Sie haben den Arthur Lido, der ist blau, der ist aus Tannennadeln gemacht. Also da haben wir wirklich das Gefühl, wir laufen in einen, gerade vielleicht vor 3 Stunden noch geregnet, in den Wald rein, wo es richtig die Geschmäcker in der Luft sind. Und dann haben sie noch einen Pie, das ist ein bisschen stärkere, Fassstärke, was man so, auch das ist ein Kunstprodukt. Und es ist Only Good Spirits, heisst der Abfüller. Der Produzent Abfüller ist in Zürich zuhause. Es ist ein kleines Marketinggeschäft, das Spiritosen in Märkte gegeben hat und eigentlich erfolgreich sind sie oder immer noch mit dem Green Velvet Absinth. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht kennen das die meisten. Wir haben auch den Black und den White da im Sortiment. Es sind sehr gute Absinth, eher hochwertige Absinth und sind dann eben die Richtung von Gin gegangen und haben das Arthur Gin in die Welt gerufen und auch sehr erfolgreich. Ich muss sagen, sie sind einer der ersten
mir bekannten Resurf-Gin im Holzfassausbau in Zürich. Absolut ein tolles Produkt. Ich finde, es ist sehr schön abgeschlossen. Wir haben am Anfang haben wir drei verschiedene klassische gehabt. Wir haben zwei süßliche gehabt und am Schluss gibt es so ein komplexeren, im Fass gelagerten Gin. Ja, zeigt so die ganze Bandbreite, die man im Gin kann haben. Ein bisschen klassisch, ein bisschen süß und jetzt eben die neue. Da läuft Reserve Dry Gin, ist eigentlich die Lagerung. Genau, Reserve Gin. Ja. Das ist so die neue Bezeichnung, die man hat. Vorher habe ich erzählt von London Dry Gin, wir haben Dry Gin, wir haben den New Western Gin. Und geht man jetzt immer mehr in die Richtung Reserve Gin. Die einen nennen es Premium Gin. Es ist vielleicht nicht immer Premium Gin. Reserve Gin ist die richtige Bezeichnung, wenn das Holz damit zu tun hat. Aber es ist sicher auch ein Premium-Produkt. Hat immer damit zu tun, dass es hochwertig ist. Ja, ist wirklich, ich glaube auch, es ist auch vor allem darum gegangen, um euch zu zeigen, was verschiedene Richtungen es gibt. Wir haben letztes Mal schon, sind wir bei New Western Gin mit dem Midsummer von Hendrix, wo wir gezeigt haben, mit diesen blumigen Noten, mit dem Crafters, mit diesen blumigen Noten. Und heute ist es sicher schön, wenn wir euch so einen riesigen Holz-Gin zeigen. Nimm mich wunder, wie eure Reaktionen sind. Ich glaube, es treffen wir eigentlich positiv. Ja, lieber auch positiv. Michael und Michael und Dave und so. Das lieber mit Comic. Okay. Sie schaffen es nicht nur. Michael und Mary schaffen es nicht ohne Comic zu sehen. Macht im Fall gar nichts. Also, ihr dürft so mit Comic trinken. Michael sagt, für eine Barbecue-Sauce geeignet. Der Marco findet auch für eine Barbecue-Sauce geeignet. Ich würde zuerst vorbeikommen, wenn du so eine Barbecue-Sauce machst. Ja. Ja. Also, nice. Sehr gute Holznoten. Also der Lido, den ich vorhin gesagt habe, der blaue, der ist im Bereich von 55 Franken auf drink.ch und der ist, glaube ich, bei 80 Franken. Er ist ein bisschen teurer, muss er aber auch meiner Meinung nach, sonst stimmt etwas nicht. Er ist ein grösserer Aufwand mit dieser Fasslagerung. Aber ich finde eben für pur trinken, das soll etwas kosten. Wenn man beim anderen Tonics dazu kauft, ist man auch bei dem Preis von dem her. Absolut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt alle Gin mal durchprobiert. Ich zeige euch jetzt nochmal, was wir alles für Gin hatten. Ich hoffe, ihr habt noch etwas im Glas. Ihr könnt noch ein bisschen früher zurückspringen. Was wir nämlich getrunken haben, wir waren zuerst im Bündnerland, beim 1948 Gin. Wenn ich mich richtig erinnere, sehr klassisch, sehr dominante Wacholdernoten. Wir sind dann das Tessin, wo wir den Gino gesehen haben. Genau. Auch sehr klassisch. Sehr klassisch. Bio natürlich, sicher sehr wichtig zu erwähnen. Bio als Bioprodukt, zertifiziert. Umfang sicher sehr hoch und alles selber abgebaut durch das natürlich. Ist jetzt auch, wenn man zurückspringt, nochmal sehr spannend. Und deutlich mehr Schärfe zwar als das, was wir jetzt hatten, aber sehr toller Gin gewesen. Wir waren eher in deinem Heimatkanton bei Turicom. Genau, genau. Ich finde das auch sehr gutes Produkt, vor allem London Dry Gin. Immer sehr grossen Respekt für London Dry Gin, die so ausgewogen sind. Wir kennen alle Gordons oder Captains von früher, klassische London Dry Gin, die sicher nur geeignet sind für Tonic. Ich glaube, das ist etwas, was man gut am Pool trinken kann. Sehr ausgewogen und der Erfolg gibt recht. Auch ein gründliches Produkt, sicher nicht jedermann Sache, aber der finde ich schön. Und wenn es nicht mehr zustande ist, wenn ich jetzt zurückgehe und einfach rein im Glas schmecke, Salbei. Mhm. Ich glaube, das ist der Stein, der die Salbei und die Kräuternoten hat. Ja. Sehr, sehr spannend. Nehmen wir als nächstes den Aare Gin aus Bern. Und wir glauben alle noch wissen, tropisch. Es ist jetzt eben schön, wenn man nicht Tonic drin gelegt hat, kann man jetzt bei allen noch mal so ein bisschen dran schmecken, wie sie waren. Sehr tropische Früchte, Mango, Ananas. Ja, sehr spannend. Mhm. Dann sind wir zum Woodland in Appenzell, wo es sehr die Kräuternote hatte, den Appenzeller Geschmack. Ja, genau. Extrem süß. Jetzt auch wieder, wenn ich noch einen Glas schmecke, extrem süß, aber sehr, sehr spannend. Aber eben auch der Wiedererkennungseffekt passt zu Alpenbitter. Ja. Der Appenzeller. Würde ich mich immer daran erinnern, wahrscheinlich. Ja. Und last but not least, der Aare Gin mit diesen starken Holznoten, mit diesen Tannenbäumen, die man da draußen schmeckt. Darum, ich glaube, sechs sehr unterschiedliche Produkte, sechs ganz unterschiedliche Gin, die wir dürfen probieren. Merci für die Auswahl, Nico. Ja, merci an die Produzenten, die Lieferanten, die auch mitgemacht haben.
Ich glaube, man hat heute wieder gesehen, die Schweizer Gin ist überhaupt nicht schlecht, sondern die Schweizer Gin sind sehr, sehr tolle Produkte, sehr unterschiedlich. Wir haben kreative, wir haben klassische Ansätze gehabt. Hat sehr, sehr Spass gemacht, das dürfen zu probieren. Und bevor wir, glaube ich, jetzt zum Abschluss kommen, und wir sind genau wieder bei dieser Stunde 15, die wir eigentlich immer haben, würde ich gerne nur ein bisschen Werbung machen. Und zwar Werbung in eigener Sache. Und zwar, genau heute in der Woche, habt ihr die Möglichkeit, mit uns Balvenie Whisky zu testen. Ich weiss, ihr seid Gin-Trinker, ich bin eher Whisky-Trinker. Die, die mal möchten, Whisky probieren, der eher ein bisschen sanft ist, als Einsteiger-Whisky geeignet, Balvenie, ein sensationeller Whisky aus der Speyside. Starke Honignoten, starke Vanillenoten. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten gleichermaßen sehr geeignet. Würde mich freuen, wenn der eine oder die andere bei diesem Whisky-Tasting in einer Woche auch dabei wäre. Dann haben wir die Möglichkeit zu bestellen bis und mit dem Mittwoch und dann werden wir alle Sets verschickt. Ich werde dann an meiner Seite den Nico haben, dann sind die Rollen genau vertauscht. Ja. Dann wird er mehr das Technische machen. Genau, das wird es sein und ich werde mehr über den Whisky reden, aber es würde mich freuen, wenn doch jemand von euch noch dabei wäre. Jetzt würde ich Stefan noch schnell bitten, ins Bild zu kommen, womit wir uns jetzt verabschieden. Stoßen wir schon an. Stoßen wir noch das letzte Mal mit euch zusammen an. Und die, die noch nie im Kulturclub waren, würde es mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt. Wir werden weiterhin so Tastings machen. Aber jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. Und im Herbst werden wir wieder mit Online-Tastings und richtigen Tastings durchstarten. Stoßen wir mit dem Rafa-Gin. Ja, ja, du hast den zweiten schon. Der nächste. Der ist schon gut. Vielen Dank. Zum Wohl wünsche ich einen ganz schönen Abend. Hoffentlich bis gleich wieder im Kurt und Kurt oder beim nächsten Tasting. Und jetzt hat die Wahl gesagt, kommt gut hey, aber seid schon daheim, das ist der Vorteil von der Online-Tasting. Ganz schönen Abend, ganz schöne Woche und hoffentlich bis gleich wieder.